Ich begrüße euch recht herzlich zu einer kleinen Aufnahme. 7 Days to Die. Eigentlich wollte ich jetzt die Woche überhaupt nichts zocken, habe nämlich morgen und auch die nächsten Tage ein paar lästige Prüfungen. Aber da ich jetzt gerade nicht schlafen kann, habe ich mir gedacht, machen wir ein bisschen 7 Days to Die. So, wie schaut es denn bei uns überhaupt aus? Wir haben jetzt 16 bla irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was ich in der letzten Aufnahme machen wollte. Essen schaut mies aus. Darum holen wir uns jetzt schnell was. Wie schaut's aus? Dann ballern wir uns das mal kurz ins Gesicht und dann gehen wir einfach ein bisschen farmen. Damit ich dann langsam ermüde und schlafen gehen kann. Denn die Prüfung, die ist schon wichtig. Morgen. Oder? Ist es schon heute? Inzwischen ist es ja schon heute, die Prüfung. So, hopp, rüber mit mir. Ja, was ist? Was soll laden müssen wir? Erstmal schön vorbeischießen. Da steht er nicht mehr auf. Die kannst du dir aber behalten. So. Ich habe echt keine Ahnung, was ich... Ja, einfach mal Holz sammeln gehen. Wo war ich denn noch nicht? Da. In den Südwesten. Dann gehen wir da jetzt auch mal hin. Und schauen, was passiert. Wenn Empty da steht, dann war ich meistens schon dran. So, das nehmen wir auch gleich mit. Und wie es wegspreiselt. Zack, zack, zack. Tag 18, da kommen noch die Hunde nochmal, oder? Tot. Wow. One-hitted. So, irgendwas war doch da drüben, oder? Da ist es. 10 Federn nehmen wir mit. Das nehmen wir auch gleich mit. Getan, gell? Zip. Kriegst du gleich 9. Das gehen wir mal. Gop! Und dabei ist es wieder schön. So kann man auch Holz farmen. Gut. Irgendwie kommt mir vor, dass die Sicht abgenommen hätte. Da haben wir 3 Bäume. Gut, dann holen wir uns die auch. Aber wir nehmen die Kiste mit. Zack, aufs Hirn. Ha, das macht mich gleich wieder munter. Da muss ich aufpassen, ich darf nicht so viele Zombies töten. Wow. Untouched. Kenne ich schon? Die kann ich noch nicht. Und die kann ich auch noch nicht. Doch, kann ich noch nicht. Na, Freunde? Da. Das ist eine Sau. Das ist nur eine Sau, Mann! So, der nächste. Komm her. Ach, die Waffe ist einfach so krass. Liebe sie. Schau, kriegen wir auch 2. Das sind Zwillinge. Ach, ist klar. Und was ist mit dir? Gestunt. Na, die steht wieder rum. Haben wir aber das letzte Mal schon genau und ergiebig angeschaut. So, war ich da eigentlich schon drin?
Und da ist ja normal auch noch ein Bücherregal drin, aber das werden wir gleich feststellen, ob er da schon drin war. Durch die Tür. Ein Touch, das ist das. Ja, schade. Und wieder raus. Dann gehen wir mal schnell rüber. In die Bäumchen fällen. Tag 18. Ich habe jetzt keine Ahnung, waren die Köter schon da oder nicht? Zeug weglegen. Das stört mich just in der Aufnahme. Holz, Holz. Und dann holen wir uns mal die drei Bäumchen. Weil für die Bauprojekte, die ich habe, brauche ich Tonnen. Auch für die Unterkunft, die nicht end. Aha. Was haben sie denn gepatcht? Fallen die nicht mehr? Doch. So, wir haben jetzt 19.08 Uhr. Das heißt, den da drüben kann ich auch noch holen mit dem Umweg. Zombie. Da war noch irgendwo einer. Das haben wir. Nehmen wir mal mit. Das ist wieder der Angry Zombie. Die haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen, gell? In Action. So. Hast du dir die Knochen gebrochen? Wo hast denn du dir die Knochen gebrochen? So, ja, den Baum schnell noch holen. Dann mir das mit den Hunden, das löst wirklich Unbehagen aus bei mir. Was verweilt da in der Finsternis und wartet darauf, mich zu holen. Ja. Puffel! Was habe ich da gesehen? Was habe ich da gesehen? Ein bisschen in die Richtung laufen und dann laufen wir auch schon langsam wieder zurück. Warst du nur ein einzelnes Haus am Firmament? Ja, dass ich auch jeden Kaktus mitnehmen muss, es ist ja ein einzelnes Haus, okay. Aber wenn wir schon mal hier sind, dann können wir auch gleich die Bäumchen mitnehmen. Ach, ist das schön. Falls das sich geändert haben sollte mit den Hundehorden, oh. Schreibt mir das mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Dass ich nicht immer umsonst mir in die Hose mache. So. Und dann laufen wir mal zurück. Passt.
Dann können wir wieder sprinten. Du bist mir jetzt schnurzpiep egal. Haben wir noch Platz? Haben wir noch Platz? Na, also hätten wir noch, ja. So, du liegst leider am Weg, deswegen muss ich dich noch mitknüppeln. Komm mal her. Surprise, Motherfucker! Oh. Da war gerade ein Geräusch da drüben. Nicht gehuntet, okay. Und dann laufen wir mal schleunigst in unsere Basis. Die Frage ist nur, wie laufe ich hin? Also wirklich, jeden scheiß Kaktus nehme ich damit. So, hab ja auch keine Schuhe an. Nee. So, dann laufen wir mal hier so hin in die Richtung, weil da laufen sie dann auf ein richtiges Bollwerk. Und dann wissen wir ja, es ist jetzt schwierig, weil ich jetzt doch zeitweise parallel dazu gelaufen bin und ich weiß nicht, wie das festgelegt wird, ab wann sie wie in meine Richtung laufen. Es werde Licht. Auch. So, da ist gar nicht so viel mitschleppen. Kohle. Haben wir die Kohle mal nach oben? So. Das waren die Craftingers, die ich vielleicht noch. Scrappen wir gleich. 1000 kommen rein, 1000 kommen rein. Das kommt rein. Nicht. Na, du auch nicht. Du kommst da auch nicht rein, du bist Munition. Da dürft ihr jetzt auch schon in zwei Kisten das Klumper drin haben. Die scrappen wir gleich mal. Scrappen wir auch gleich. Okay. Da rein, da rein. Da rein, da rein. Können wir das von hier auch, ja, machen wir das gleich mal, dass wir wieder voll werden. Das legen wir auch gleich mal da rein. Gut, Pfeile basteln können wir jetzt eh nicht, oder? Habe ich Steine? Habe ich Steine? Habe ich. Craften wir doch gleich das. Du kommst da rein. Du kommst da rein. Das wäre unten. Das behalten wir jetzt mal. Soll ich nochmal Pfeile machen? Nee, ich mache keine Pfeile. Ich crafte jetzt mal Bolzen. Und dann
Dann muss ich mal überlegen. Das müsste ich ein bisschen begradigen. Den Hügel. Ich wollte mir da mal das anschauen. Was habe ich jetzt überhaupt an? Iron Glows. Schwierig, schwierig. Kann ich denn sowas? Cloth. Okay. Muss ich die einzelnen Rezepte finden. Das kann man aber auf jeden Fall craften. Und so viel habe ich sonst nicht. Punkt habe ich 50. Okay. Ich hab jetzt nur Leute sterben hören und schreien. Da habe ich nicht repariert, okay. Witzig. Das ging jetzt flott. Ich müsste eigentlich den ganzen Hügel da abtragen. So. Auf der Ebene. Und da drüben wieder auffüllen. Das ist schwierig. Ist eigentlich nicht geeignet, der Standort für das, was ich da vorne. Ja. Aber wo ist er schon geeignet? Wirklich Ebene findet man ja selten. Jo. So, wie lange craftest du noch? Du bist noch ein ordentliches Stück dabei, gell? Dann craften wir da auch gleich weiter. Wir brauchen nämlich auch Frames jede Menge. Aber die haben wir eh schon in den Favoriten drin. Ding, ding. Jo. Dann können wir jetzt hier noch ein bisschen schauen. Tüdü, wieder 5 Punkte. So, was machen wir denn? Gehen wir mal die einzelnen durch. Wenn solche Sachen dabei stehen. Okay. Schwierig, schwierig. Knife Guy.
Das ist alles so schwierig. Workbench haben wir. Steel Smithing. Das müssen wir sowieso irgendwann machen. Dann können wir das auch jetzt schon rauspressen. Mining Tools 60er, da fehlt mir noch richtig viel. Da will ich jetzt aber auch keine Dinger reinballern. Das habe ich schon. Was haben wir denn hier Schönes? Der Fast Eddy. Oh, die Hunde kommen. Waren das schon alle? Also die Verteidigung scheint jetzt, wenn man mal die Spucke außen vor lässt, zu funktionieren. Und ich bin am Überlegen, ob ich die einfach looten soll. Ich glaube, das mache ich. Das ist ja noch wieder bei. Kommen wir aber nicht hin. Ich mache zwar das Geräusch. Dann gehen wir mal noch eins näher hin. Jetzt noch das. Ich hab's gehört. Das ist jetzt so risky, was ich mache. Aber wenn da jetzt nochmal Hunde angerannt kommen, bin ich am Arsch. Ja, komm. Ich hasse es. Macht halt einen scheiß Sound, aber... Machst du das jetzt oder nicht? Jetzt. Ja, das ist nicht schön. Da drüben liegen auch noch Hunde. Mann, die sind so schnell. Du Wichser. Okay, dann lassen wir die da verrotten. Wenn das Spiel nee sagt, dann soll es auch nee sein. Jo, brenne ich jetzt? Brenne lichterloh. Jetzt natürlich nicht mehr. So, die Welt war es ja jetzt zwar nicht, aber neun Leder ist neun Leder. Schauen wir mal, was wir aus dem machen können. Ja, verkraften wir mal nicht alles. Die scrappen wir gleich. Okay.
Und damit haben wir doch die Nacht mit der Hundehorde auch wieder gut überlebt. Oder? Dann können wir hier gleich weiter craften. Die Favoriten gehen wir mal durch. Das ist es nicht, was ich wollte. Das da hier. 245. Oh, schön. Legen wir vorsichtshalber in die Kiste. So. Die können wir auch mal da reinlegen. Das können wir auch mal da reinlegen. Ambossbolzen aber jetzt auch. Das heißt für mich. Habe erstmal alles, was ich so gerne hätte. Ein paar Spikes muss ich noch craften, das noch. Dann nehmen wir aber nicht das ganze Holz. So. Dann richten wir noch, ne, vielleicht jetzt nicht mit denen in der Hand rumlaufen unbedingt. So, reparere, reparere. Ja. Gut. Dann können wir da gleich mal setzen. Und wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge 7 Days to Die. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Über ein ehrlich gemeintes Abo freue ich mich auch. Tipps und Tricks in die Kommentare und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, eine geruhsame Nacht. Haust rein!